Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Minecraft-Part hier an guten Montag und wir setzen gleich an oder wir gehen fort hier mit unserem guten oder mit unserer guten Farm, die wir weiter ausbauen wollen und somit auch attraktiver machen wollen für gewisse Tiere, die uns eventuell auch das Leben schwer machen könnten. Sorry. Wir haben ja auch in den letzten Episoden an diesem wunderschönen Bauwerk hier gebastelt. Und das werden wir eventuell heute weiterführen. Oder auch nicht. Da werde ich mir noch was überlegen müssen. Aber das hören wir dann in der nächsten Episoden. Ich glaube es, ja. Jetzt ist die Musik doch ein bisschen zu laut hier. Wir gehen auch mal schlafen, denn Schlafen gehört zum guten Ton dazu. Das gehört sich natürlich auch nicht ganz immer durchzuschlafen. Dieses Lied ist zu Ende. So. Ich dachte jetzt, oh, fuck it, haben wir was verpasst. Aber nein, wir sind ja immer noch dabei. Genau, hier das Haus. Wir haben ja vor dem Schlafengehen noch was gesagt. Ich glaube, ich werde das so hinpacken. Und dann hier noch Dinge ins Glasfenster reinpacken können. Und dann auch sicherlich fertig werden damit. Ich will das Ding nicht in die Unendlichkeit ziehen. Wie wir es eventuell mit anderen Gebäuden machen, wie die Mühle. Sehen wir überhaupt von hier aus? Nein, was ist das da überhaupt? Ist es ein Baum? Na gut, wir gehen da runter und segeln soweit. Weiter, denn wir haben auch heute eventuell ein Thema, aber das lässt sich jetzt gerade noch nicht eruieren. Also gut, machen wir eben weiter und gehen somit den Horizont entgegen und den Tagen, den Sonnenstrahlen. Ja, die Sonnenstrahlen sind auch ein Phänomen für sich selber. Wie lange wird die Sonne überhaupt noch leuchten? Das, wow. Ist ja echt geil, so hell und so dunkel. Das ist auch die Frage, wie lange wird überhaupt die Sonne noch scheinen? Was wird passieren? Das wissen wir alle nicht. Wird da irgendeinmal noch ein Sonnenschweif irgendwo herkommen und uns alle grillen? Oder irgendwas? Da müssen wir selber, da weiß die Menschheit selber nicht ganz, was sie will oder was sie hat oder was sie tun kann. So, ein bisschen ausrichtig hier ist natürlich noch nicht. Ich bin auch wieder in der Neuaufnahme von Minecraft. Hier in einem wunderschönen Mittwoch. Ich wollte mir doch nicht Glas holen. Die Frage ist jetzt: Eine Treppe wäre was Gutes, wenn wir das machen könnten. So, wollen wir das wirklich 3 hoch machen? Ich hab da Bedenken, ob das wirklich so gut ist. Aber es werden ja noch früh genug erfahren, ob das wirklich genug gut so ist. Anderweitig müssen wir dann noch was anderes überlegen. Energie. Fuck it. Ja. Also die Planung hier der Treppe ist nicht so schön, ne? Müssen wir uns was anderes überlegen. Diese Idee ist schon nicht schlecht, dass wir hier reinkommen. Ob wir es nur einwegig machen für so ein Haus? Also nur eine Treppe dann. Dann könnten wir eventuell auch gerade hier noch eine höher gehen. Und die hier so durch.
Dann wären wir hier schon oben. Beziehungsweise hier. Ja, das könnte eventuell hinkommen. Au. Oh, das hat weh. Genau, das hier wegklöppeln. Weg natürlich. Und hier kommt alles weg. Also die Lage hier. Jetzt können wir auch die Konstruktion, die wir hier gebastelt haben in den letzten Episoden, auch wieder weg tun. Denn die braucht es eh nicht. Die braucht es wirklich nicht mehr. Das finde ich auch gut so. So, wir haben jetzt hier so eine Art Y, ne? Die Frage ist, sehen wir es überhaupt von außen? Ja, ob wir das irgendwie kaschieren können? Nein, leider nicht. Müssen wir uns noch überlegen, wie wir dann die Treppe da verbergen oder überhaupt das verbergen sollen. Jetzt schaute das hier theoretisch gesehen noch ein nach draußen, das Ganze. Ob wir das so lassen werden oder ob wir hier Treppen setzen, damit das theoretisch eine nach außen geht. Nur links und rechts. Okay, dann E-Mann. So, das ging leider schief. Bin ich blöde oder ganz blöde? Ah, oben. Okay. Alle verstanden. Zack, oben. So, also die Sonnenenergie, wir haben ja ein Thema angesprochen, oder ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr was angesprochen habt, aber ist ja... Ich bin ein Doofkopf. So. Ja, jetzt haben wir eine weitere Breite hier. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Da streitet man noch drum, ob das jetzt wirklich so gut ist. Da könnt ihr noch in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das eventuell in der nächsten Episode, bis in der nächsten Woche dann berücksichtigen. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Könnte man theoretisch schon so lassen. Müssen wir nur was überlegen, ob wir das wirklich so bauen wollen. Das ist das nächste hier. Aber okay, wir brauchen auf jeden Fall wieder solche Ziegelstones. Denn die gehen ja uns langsam wieder wirklich aus. Und die kosten sehr viele Ressourcen. Und das ist natürlich wieder super für die Umwelt. Und da kommen wir wieder zurück zu Energie. Und Energie ist ja auch die Sonnenenergie. Und um die geht es eigentlich in dieser Episode. So, wir hinten noch. Okay, wir haben noch ein paar drinnen. Aber leider Gottes, oh, wir müssen wieder in die Mine gehen, hä? Wir müssen wieder in die Mine gehen, denn wir haben nichts an Kohle. Und da haben wir hier, zufälligerweise, ich will nicht zu viel Kohle verbraten. Ja, zwei Stacks sind schon sehr, sehr wenig. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Ich gehe einfach mal so dreist, wie ich bin, wieder in den Nether, wieder in die Unterwelt. Erde hier. Gebrannter Ton. Das ist ja theoretisch gesehen auch ein Stein hier. Schnee. Wohin packt man dann Schnee? Man kann ja Schneemänner bauen. Und Schneemänner sind ja auch bekanntlich böse. Bekanntlich nur. Ach, ich habe nur 180 FPS, weil ich das Aufnahmeprogramm auch noch gerade live mit habe. Also mit aufnehme. Beziehungsweise ich könnte... Warte mal, was ist das hier? Ich könnte die Vorschau deaktivieren, aber das mache ich jetzt gerade nicht. Eichen. So, hier. Weizen brauchst du natürlich auch nicht. Das können wir eigentlich hier ablegen, obwohl wir kein Weizen mehr hier haben. Okay, Holz hier noch. Zack. Zack und zack. Und reicht das hier? Oder sollen wir hier noch ein paar kluge Köpfe craften? So, steig hier noch vorn. Hier vorn, zack.
So, dann ab in die Hecke. So, zwei hiervon. Ich würde sagen, wir füllen hier das Ganze noch. Denn die können wir verbraten. Die, wir haben genügend Steine, genügend Holz. Das geht auf jeden Fall klar. Stein und Holz und Edelmetall. So. Wollen wir unter der Tage auch noch kurz Bäume setzen? Das wäre auch noch eine Überlegung, ob wir da irgendwie ein Biotop unterhalb oder unter der Erde anfangen. Wir brauchen Kohle. Und Kohle kriegen wir leider nicht in der Unterwelt. Also oberhalb irgendwo hier. Kriegen wir nur schlecht Kohle. Die Frage ist, hier gibt es ja auch keine Kohle. Hier ist ja nichts. Nichts ist hier. Nichts. Und wenn die Sonne nichts ist, dann haben wir auch nichts. Das ist so eine Sache, die Sonne. Die spendet zwar die ganze Zeit Licht und Energie. Aber was machen wir, wenn die ausgeht? Was machen wir, wenn die Sonne wirklich weg ist? Die Sonne ist sozusagen unser Lebenselixier. Und wenn wir das irgendwie einfach so weg... Ging es jetzt da weiter? Ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Ich glaube... Ja, da geht es nach unten. Komm jetzt, so. Und wenn eben die Sonne weg ist, dann wird es wirklich schwierig für uns, irgendwas noch zu reißen. Und wirklich noch aufzupassen. Ob wir nicht irgendwie noch verkacken wollen. Okay, wir haben hier unten der Nullpunkt. Da können wir lang buddeln. Und hier ist alles mit Lava. Ich will da durch. Ich will da durch. Du. Wir holen uns den Smaragd. Gibt's da noch mehr? Aber... Ich glaube, ist ein bisschen unwohl, wenn wir unter Tage sind, nach oben zu graben. Ansonsten kommt wieder Lava und wir sind adios, amigos. Naja, wir wurden. Ja, wenn wir es nicht anders können, dann eben. Ich, Depp, habe keine Fackeln gemacht. Ich habe auch kein Holz da. Ich bin wieder der Depp von der Party hier. Schaffen wir es jetzt auch ohne. Ich schleiche schon tageweise oder nicht tageweise, sondern eben ich muss Fackeln holen, echt, das ist, geht langsam nicht, ich muss Fackeln holen. Für Fackeln brauche ich Kohle. Für Fackeln brauche ich Kohle und Kohle haben wir nicht. Da stellt sich die Frage, was tun? Es ist ein Zwiespalt, was wir hier machen sollen. Wo wir jetzt hingehen sollen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind, wo wir waren, wo wir hingehen sollen. Im Schlussmoment baue ich mir einfach nach oben und das war's dann. Denn hier ist ein Höhlensystem, das... Oh. Schön. Kohle. Und noch mehr Kohle. Ist ja genau das, was wir brauchen. Kohle. Kohle, wirklich Kohle. Jetzt brauchen wir nur noch eine Truhe mit Holz oder sowas. Dann ist der Tag gerettet. Da können wir Sticks machen und uns Fackeln craften. Ich hätte eigentlich vor... Ich hätte eigentlich schon von Anfang an Sticks mitnehmen können. Oder Holz zumindest. Damit wir wenigstens Licht haben. Und Licht spendet auch die Sonne. Die Sonne ist ja unabdingbar. Und wenn die Sonne nicht mehr ist, dann sind wir nicht mehr. Das ist leider beschissen, aber wirklich wahr. So. Kohle haben wir alles. Und jetzt geht's hier weiter. Kohle sammeln können wir wirklich super. Das geht super ab. Das geht extrem super. Und nun ist die erste Kappe am Arsch. Oh, Level 20. Das ist natürlich super, wenn wir hier das ganze Zeug reißen können. Und das geht hier auch wirklich langsam in den Arm. Also in den künstlichen Arm. In den künstlichen Arm natürlich. Denn ich habe ja... Muss nur die ganze auf den Mauszeiger klicken. Das ist natürlich ganz wahr und ganz allgemein. Man hat es heutzutage schon bequem und die Bequemlichkeit ist ja in der heutigen Zeit wirklich, ja, ein bisschen sehr dezent. Jo. Und jeder Mensch hat ja sozusagen eine Trägheitskoeffizient.
Jeder Mensch ist da anders aufgebaut und da haben wir Gold. Jolt. Schön. Oh, noch mehr. Da können wir uns... Und ein Emerald und Kohle. Kohle können wir mit der Steinachse abbauen. Das geht super. Ich brauche theoretisch gesehen nur noch Holz. Das ich leider Gottes nicht mitgenommen habe. Oha, da will ich aber nicht runter. Oder doch? Irgendwann gehen wir schon runter, aber ich würde sagen, heute nicht mehr. Ach, und die Zeit ist ja schon wieder zu Ende, meine lieben Freunde. Die Zeit geht schon wieder dem Ende zu. Es ist auch extrem schnell hier. Oh, da ist jemand gestorben. Ich glaube, da ist wirklich jemand gestorben. Das tut mir natürlich für denjenigen leid, der gestorben ist. Aber das macht natürlich nichts, denn ich beende hier die Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Haut rein, tschüss und bis bald.